was man in YouTube hört, das ist so eine Gemeinheiten, wie man den anderen den Kopf wirft und alles, und sind meistens so, die es selber überhaupt nicht wissen. Das ist, was hat Petrus gesagt, unser Kampf, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die bösen Geister unter dem Himmel, nicht gegen Menschen. Wenn ich als Bischof da so schreibe manchmal, dann ist es deshalb, weil wir Hirten sind. Als Hirten müssen wir Acht geben und schauen, wenn ein Schaf daneben geht, vielleicht in ein Kraut, wo ungesund ist, muss ich es doch herholen. Und wenn sie sich dann doch irgendwo vergiftet hat, muss ich es halt holen und pflegen. Aber manchmal ist der Anfang der Pflege bitter. Warum? Ja, welche Kräuter sind am besten? Die bitteren. Aber das muss mit Liebe geschehen. Ich habe nie gedacht, dass ich mal jedes Wochenende, mehr oder weniger, nicht immer, aber Menschen bekomme, zu mir kommen, die seit Kindheit an nichts mehr mit Gott zu tun hatten. Nichts mehr machen damit. Oder in totaler schwerer Sünde, oder was das Schwierigste ist, in die Esoterik abgeglitten sind. Das ist satanisch. Mag sein, in Esoterik, das ist mal etwas, dies kleinere Ding, aber das ist genau wie gewisse Leute sagen, es gibt eine weiße Magie, eine schwarze Magie. Wenn überhaupt, dann sind alle sind sie so ineinander und Hände weg. Ich bekomme ja Leute, die sogar in der Esoterik Lehrer und Lehrerinnen waren. Sie machen es immer noch, aber dann kommen sie zu mir und sagen, ich habe Nächte, wo ich Teufelsgesichter sehe, die mich bedrängen. Ja, also. Ich hätte es lieber gehabt, einfach mit wenigen die Stufe, soweit Gott es mithilft, der Vollkommenheit anzustreben. Nichts mit Sünder und sowas zu tun haben. Und genau das hat er gemacht bei mir. Und seither habe ich etwas gelernt. Es gibt nichts Höheres auf der Welt, gut, die Liebe zu Gott, aber einen Sünder wieder zu Gott führen. Zu ihm führen, dann hat Gott Freude und der Mensch wieder Freude. Sie ist wieder, ich habe getan, ich kann wieder gehen. Sekten aber sagen, du gehörst jetzt zu mir. Ihr wisst, und ich habe kein Geld, ich bekomme im Staat kein Geld. Wir verlangen auch nichts. Wir kassieren die Messe auch nicht ein. Ich verfluche das. Denn das stört. Der Mammon, habe ich gesagt, hat in meiner Kirche nichts zu suchen. Wir haben draußen Opferstock und wer zufrieden ist, kann da was reingeben. Und die Leute kommen, jedes Wochenende meistens 3 bis 8 Personen, die leben hier gratis, schlafen gratis, essen gratis bei uns. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst sollt ihr es geben, weitergeben. Und jetzt ist der Andrang so groß, dass ich ja viel mehr Leute im Wochenende sollte haben. Dann brauche ich aber mehr Schwestern, mehr Priester und mehr Zimmer. Und ich habe Häuser gesucht überall. Natürlich sagt die Gemeinde, ich möchte lieber solche, die Steuern zahlen. Ich bin steuerfrei natürlich.
Also muss ich halt selber bauen. Und das geschieht dann nächstes Jahr. Dann können noch mehr kommen und Sie werden auch da noch alles gratis bekommen. Ich bin ja nur Mittel zum Zweck, nur ein Werkzeug. Allerdings bekam ich wohl, wollte der Herr mir Priestertum und hohe Priestertum gegeben, damit ich auch kann reden, was die Amtskirche belangt. Sei es Bischof oder Papst. Ja, wer ist der Papst? Das will ich jetzt nicht. Der eine ist es nicht und der andere sollte Mund auftun und reden.